Jetzt bei Phoenix. Politikbegriffe leicht erklärt. Aufpoliert. Was heißt eigentlich Asyl? 43 Millionen Menschen weltweit sind jedes Jahr auf der Flucht vor Verfolgung, Kriegen, Hunger und Armut. Viele von ihnen fliehen in ein anderes Land und bitten dort um Asyl. Das heißt, dort Schutz zu bekommen und bleiben zu dürfen. Wer ein Recht auf Asyl hat, wurde durch die Vereinten Nationen geregelt. Dieses Recht hat man nur, wenn man politisch oder wegen seiner Religion oder Nationalität verfolgt wird. Die Flüchtlinge müssen das allerdings selbst nachweisen, um als Asylberechtigte anerkannt zu werden. Andere häufige Gründe für eine Flucht reichen nicht aus, um Asyl zu bekommen. Dazu gehören Krieg, Naturkatastrophen und Armut. Allerdings werden manche Flüchtlinge aus humanitären Gründen nicht sofort ausgewiesen, zum Beispiel wenn sie direkt aus einem Kriegsgebiet kommen. Sie dürfen dann so lange bleiben, bis die Kämpfe vorbei sind. Kritiker sagen, dass dadurch zu viele Flüchtlinge aufgenommen werden und die den Staat zu viel kosten. Menschenrechtsorganisationen sehen das aber völlig anders. Früher war es in Deutschland einfacher, Asyl zu bekommen. Anfang der 90er Jahre stellten allein in einem Jahr über 400.000 Menschen einen Antrag auf Asyl. Knapp 4% davon wurden anerkannt. Inzwischen hat Deutschland die schärferen EU-Richtlinien übernommen. Deshalb wurden zum Beispiel 2013 von knapp 100.000 Anträgen nur knapp 1% anerkannt. Wegen dieser restriktiven Asylpolitik steht die EU auch immer wieder in der Kritik. Viele Flüchtlinge versuchen mit Booten in die EU zu kommen, werden oft schon auf dem Meer abgefangen und zurückgeschickt oder ertrinken. Dadurch kann aber gar nicht geprüft werden, ob sie nicht doch ein Recht auf Asyl bei uns hätten. Es ist also gar nicht so einfach, in der EU oder in Deutschland Asyl zu bekommen.